Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge 7 Days to Die hier auf Dalbert TV. Wir sind bei Händler Bob angekommen. Er hat nicht das, was wir gesucht haben, aber er hat andere Sachen, die wir kaufen werden. Und zwar möchte ich einmal die Pfeilen von ihm kaufen, die Tools von ihm kaufen, das Forge Ahead von ihm kaufen und die Samen. Ja, los, kaufen wir auch. Kosten jetzt nicht so viel. Ansonsten waffentechnisch hat er nichts weiter, was ich unbedingt haben wollen würde. Eine Pumpgun haben wir jetzt bei dem anderen Händler schon eine 5er gefunden. Ich glaube, da würde ich eher drauf sparen. Brauchen wir aber noch ein bisschen Geld. So, dann würde ich sagen, looten wir jetzt hier mal ein bisschen rum. Hier war ich nämlich noch gar nicht unterwegs. Ich habe keine Dietricher, also komme ich an den Automaten gar nicht ran. Hier haben wir was zu essen, was zu trinken. Das brauchen wir gerade nicht. Gucken wir mal, was hier so los ist. Ist auch nirgends so was zu holen. Aus den Fahrzeugen kann man auch nichts holen. Das hier ist übrigens das Ziel. Bin echt gespannt, wie lange wir noch brauchen, bis wir das Minibike irgendwie mal zusammenkriegen. Da fehlen uns noch, ich glaube, 5 oder 6 Bücher. Aber da arbeiten wir dran. Das sollte irgendwann funktionieren. Schauen wir mal, ob wir das in dieser Folge hier vielleicht noch hinkriegen. Wir besuchen ja gleich noch den anderen Händler. Vielleicht hat der ja noch ein paar Bücher für uns. Und eine Quest haben wir auch noch ausstehen. Irgendwo werden wir diese Sachen schon herbekommen. So, hier haben wir soweit alles durch. Gucken wir mal, was hier draußen noch so los ist. Noch mehr Benzin-Reparatur-Kits. Hier ist nichts, aber das lädt einen quasi ein, hier drauf zu gehen. Ist aber auch nichts. Ein Airdrop, den speichere ich mal eben. Hier unten, guck mal. Können wir vielleicht gleich noch vorbeifahren. Machen wir Air. Wobei, nee, das ist mir zu groß, der Umweg. Das machen wir ein andermal. So, hier ist nichts zu holen. Hier auch nicht. Da können wir hoch. Bin ja mal gespannt, was gibt's da wohl. Ist also nur ein großer Aussichtspunkt. Aber wie wir sehen, sehen wir nicht allzu viel. Da hinten ist der Airdrop und die City. Das ist aber diese hier. Die sieht nicht ganz so groß aus wie die, in der wir jetzt gerade wohnen. Also von daher werde ich die wohl erstmal noch ein wenig ignorieren. Ups, ich bin gar nicht die Leiter runtergelaufen. Ein Bandana. Können wir zerlegen. Und sonst haben wir hier auch nichts. Perfekt. Nein. Das tat weh. Ach, ich wieder. Was haben wir hier? Gewehre. Nehmen wir. Das zerlegen wir. Apropos, ich könnte die anderen Bücher mal auch eben lernen. Oh nein, oh nein, oh nein. Mist, jetzt habe ich die 3 Bücher gescrappt. Ich fasse es nicht. Meine Hotkeys und ich. Immer das Gleiche. Aber es waren Gott sei Dank die Farming-Bücher. Das ist jetzt kein Weltuntergang. Aber schön ist trotzdem nicht. Kommen wir da irgendwie drauf? Ich fasse es nicht. Und dann drücke ich einfach auf Escape. Ich trottel und konnte deswegen nicht mehr abbrechen. Hätte ich einfach auf Abbrechen gedrückt, wäre noch alles gut gewesen. Aber so ist es dann halt. Kann ich da irgendwas gegen tun oder muss ich jetzt echt abwarten? Ne, ich muss einfach nur langsam vernünftig laufen. Ist aber nicht schlimm, wir springen ja eh gleich wieder aufs Fahrrad und fahren einmal runter zur anderen City. Beziehungsweise zum anderen Händler. In der Zeit kriege ich das garantiert. Oben. Machen wir hier einfach ein bisschen langsam. Eine Sonnenbrille. Standhaftigkeit. Was haben wir hier noch? Einen Bücherstapel. Vorschlaghammer und Speere. Schuhe, die können wir ihm auch gleich wieder verkaufen. Und das Auto hat nichts zu bieten. Hör auf zu sprinten. Boah, diese neuen Händler, die sind echt riesig, ne? Baumwolle ist mir gerade egal. Hier eine zerstörte Werkbank. Bisschen Messing. Okay. Da hinten ist auch noch irgendwas. Ja, ja, hör auf zu heulen. Wir kriegen das schon hin. Chemietisch, auch nur Holz drin. Okay. Hier ist nichts. Ich glaube, den hier kann ich auch nicht looten, oder? Ne, sieht aber gut aus. Den kann ich auch nicht looten. Da hinten scheint auch nichts lootbar. Da ist noch ein Müllhaufen. Ja, los, komm. Wir laufen da nochmal rüber. Überladen, verstauchtes Bein. Egal, wir rennen. Da geht schon los. Kann schon wieder nichts tragen hier. So, und dann gucken wir noch, was er hier hat. Da vorne sehe ich noch eine Schmiede. Hier müsste man auch irgendwie drauf kommen. Ist die Frage, ob da irgendwas Lohnenswertes drauf ist. Sieht nicht danach aus. Nope. So, dann schauen wir hier nochmal. Da ist ein Buch für Arbeitsstationen. Das nehme ich natürlich sehr gerne. Das können wir zerlegen. Hier ist noch ein Betonmischer. Noch ein Buch für Arbeitsstationen. Ölschiefer. Ich glaube, dann haben wir es, oder? Ach, da steht der Gyrocopter. Ohne Propeller.
Gudi, dann gehen wir aber jetzt trotzdem nochmal schnell rein, weil ich habe da jetzt noch eine ganze Menge, was wir ihm verkaufen können. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich entweder beim Airdrop oder beim anderen Händler wieder. Muss mal gucken, wie weit wir da kommen. So, ich habe mich dann doch für den Airdrop entschieden. Und wie ihr jetzt gerade seht, hat sich das auch auf jeden Fall gelohnt. Sehr cool. Eine 6er Eisenspitzhacke. Die nehme ich sofort mit. Das Ding zerlege ich, brauche ich nicht reparieren. So, dann haben wir unterwegs noch ein paar Bücher gelootet. Die können wir uns mal gerade angucken. Einmal Tresore. 10% mehr Schaden an Tresoren. Das ist schon ganz nett, wenn ich sie aufschlagen muss. Dann haben wir hier nochmal, sammle 10% mehr Erz, wenn ich Kaffee getrunken habe. Dann haben wir nochmal Arbeitsstationen, Schlagringe. Nachts nicht mehr überladen. Sehr cool. Und ein Fahrzeugbuch haben wir bekommen. Noch ein Bücherpaket und ein Paket mit Bauteilen für die Munitionsfertigung. Dann gucken wir mal hier. Knüppel zweimal, Robotik zweimal und nochmal Erntewerkzeuge zweimal. So, lass uns mal eben einen Überblick verschaffen. Fahrzeuge. Fehlen uns jetzt noch 5 Bücher. Okay. Für den Zementmischer fehlen noch 2 Bücher. Und Erntewerkzeuge aus Stahl können wir sogar schon mittlerweile. Sehr cool. Dafür bräuchte ich natürlich erstmal diesen Crucible. Ich weiß gar nicht, wie das Ding heißt. Schmelztiegel. Den haben wir jetzt aktuell noch nicht. Aber ich habe gesehen, bei dem Händler hier oben, bei dem Bob, gibt es den. Vielleicht holen wir den nochmal. Mal sehen, wie weit wir kommen mit dem Geld. Die Shotgun wäre mir auf jeden Fall erstmal lieber. So, hier ist noch ein zweiter Airdrop. Oh, und Schweinchen, wie ich gerade sehe. Die sind selten alleine eigentlich. Ich weiß nicht warum, der ist jetzt gerade nochmal runtergekommen, der Airdrop. Aber einem geschenkten Gaul schaue ich natürlich nicht ins Maul. Dann nehmen wir das Schweinchen hier nochmal mit. Ein besseres Messer wäre noch cool. So, was haben wir denn? Bisschen Honig, bisschen Bauplätze und noch ein Bücherkästchen. Ich habe unterwegs natürlich auch noch ein bisschen was eingesammelt. Hier zum Beispiel den Gunner wegen Rückstoß. Nehmen wir. Und jetzt muss ich nochmal ans Fahrrad. Kurz mal gucken, ob wir da ein bisschen was loswerden können, bevor ich die Bücherkiste aufmache. Damit müssten wir jetzt in der Lage sein, hier aufzumachen. Und was haben wir gekriegt? Zweimal Kochen. Zweimal Bögen. Und wo ist das dritte? Hier zweimal Klingen. So, beim Händler angekommen. Ich habe gar nicht mehr drüber nachgedacht, dass wir ja noch eine Mission von ihm hatten. Da entscheide ich mich jetzt tatsächlich für die Totengräber-Mod, weil die habe ich noch nicht. Dass wir die mal reinnehmen können. Und jetzt gucken wir mal, was er hier so im Angebot für uns hat. Wir haben einmal alles Mögliche, aber nichts von dem, was ich haben will. Die habe ich zerlegt, deswegen kaufe ich die jetzt gerade nochmal nach. Die Essensbücher auch. Elektrische Handwerksfähigkeiten, Sammelwerkzeuge und Gewehre spiele ich auch gerne mit. Die nehmen wir. Magnum-Vollstrecker brauchen wir nicht. Und dann ziehen wir uns mal die Bücher ein. Diesmal aber bitte mit dem richtigen Knopf. Dreimal Samen, zweimal Kochen, dreimal elektrische, einmal Sammelwerkzeuge und dreimal Gewehre. Schraubenschlüssel haben wir, Stufe 5. Und ich renne noch mit einem Einer durch die Gegend. Müsste ich auch mal unbedingt aufwerten, wenn ich zu Hause bin. Ziel erreicht. Unterwegs noch ein paar Bücher gefunden. Das wäre einmal Bauplan für den ergonomischen Griff. Nochmal den irgendwas für die Kleipenschlägerei hier, aber das brauchen wir nicht. Nehmt es aber trotzdem mit. Und nochmal ein Büchlein für die Erntewerkzeuge. Ui, einen Fehler habe ich gemacht. Ich war gerade zu Hause ausladen und habe dummerweise fast meine ganze 7.62er-Munition rausgeschmissen. Soll gleich mal gucken. Ich habe aber ein Magazin hier drin. Und hier sind notfalls auch noch eine Kugel drin. Bis jetzt habe ich sie nicht so oft gebraucht. Vielleicht schaffen wir es ja jetzt auch. Dann starten wir sie direkt bei Nacht. Ist das Ganze einfach noch ein bisschen spannender, oder? Kartoffelsamen, yay. Klopf, klopf, hallo? Einer da. Wo seid ihr alle? Da hinten? Das klingt nach viel. Da war auch ein Feral. Aber alle erledigt. Haltbarkeit von Rüstungsteilen ist geschwächt. Gucken wir mal eben, ob wir das vielleicht noch gelöst kriegen hier. Den Helm wird er wohl meinen. Kriegen wir gelöst. Loot Drop hattest du nicht für uns. Dann weiter im Text. Einmal Papier, sehr schön.
meine, ich finde die neuen Bilder ja cool, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mich jetzt nicht entsinnen, hinter den neuen Bildern schon mal irgendwas gefunden zu haben bisher. Weiß gar nicht, ob da überhaupt was hinter sein kann. Tür ist entriegelt. Gucken wir erstmal hier nochmal zweimal Speere. Müll. Noch mehr Müll. Aber alles brauchbare Sachen. Okay, ich denke mal, hier wird es gleich weitergehen. Aber wir gucken einmal nochmal hier rein. Da geht es auch weiter eventuell. Komme ich da durch? Aha, das ist ja cool. Das habe ich in der Art auch noch nicht gesehen. Finde ich schön. Gut, also, wie ich dachte, wir müssen da oben lang. Na, wo sind sie, die Geier? Da hinten stehen schon 2, 3, 4. Boah. Wir kanalisieren sie mal hier. Ach, schön, dass wir jetzt einen Speer haben, der überall durchschlägt. Dann brauchen wir die AK gar nicht so oft. Okay, da ist ein Loch im Boden. Bleib einfach unten. Oha. 1, 2, da war noch einer. Komm her. Was macht die da? Kuckuck, bin hier. So, was gibt's hier Schönes zu trinken? Kaffee, Dreck. Kohle? Gammelfleisch. Ey, was ist denn mit dem Loot los heute? Das geht schon den ganzen Tag so. Was hat er mir denn da jetzt gerade angezeigt? Die Mülltonne? Die Tür, lol. Okay. Nochmal kochen. Nochmal einen Haufen essen. Was haben wir hier? Shemfood. So, jetzt. Wow. Da ist so eine Handtasche. Na komm. Nehme ich mit. Dahinter sitzen sie mal. Oh, endlich mal ein Messerchen. Kurz mal den direkten Vergleich. 12,2 zu 8. Also das Messer ist auf jeden Fall schon mal besser. Räumen wir mal kurz ein bisschen auf. Das hört sich schon wieder nach viel Gesellschaft an hier. Na leck mich. 2 Hundis. Das sind ein paar. Und noch einer. Ein Berg Leichen, aber irgendeiner scheint da noch. Nee, sind alle erledigt. Gut, jetzt muss ich einmal kurz gucken, was hier los ist. Oh, da sind sie schon. Die Jungs. Okay. Ich glaube, das gehört jetzt hier nicht dazu, aber ist egal, der hat sich den Weg da jetzt durchgearbeitet. Da geht's weiter. Eigentlich wollte ich mich da drinnen in Sicherheit bringen. Oh Bull. Das wird nicht lange halten. So, jetzt nicht panisch werden. Krall den Verband. Und vielleicht noch ein Schmerzmittel hinterher. So, da waren definitiv Radioaktive dabei, ne? Oh Gott,
Das war nicht cool. Eieieiei. Da kommt noch was. Kein Lootbeutel für mich dabei gewesen. Hier ist immer noch Action. So, jetzt gehen wir erstmal hier rein. So viel gibt es hier nämlich jetzt nicht mehr. Eieieiei. Das war schon ordentlich. Wer kommt immer auf die Idee, diese Dinger bei Nacht zu machen? Da oben ist noch Müll. So, den letzten Punkt zeigt er mir da an. Jetzt mal kurz was testen hier. Okay, tu's nicht. Das ist viel zu viel. Also kann ich mit meinem Knie irgendwas veranstalten hier? Schürfwunde ist behandelt. Okay, kann ich also nichts mit anfangen. Ein bisschen Wasser. Okay, also da hinten ist definitiv der letzte Raum. Alles nur dreckiges Wasser. Jo, bin ich mit zufrieden. Perfekt. So, wir haben noch 4 Schuss. Mal gucken, was uns hier im letzten Raum erwartet. Hinter der Theke sitzen sie auch. Das hat funktioniert. Da sehe ich schon wieder radioaktive Jungs. 2, 4, 5 Stück müssten es noch sein. Und von hinten kommen sie auch. Sehr cool. So. Eine Munition mehr. So, aber wir haben zumindest eine gute Position für die Herrschaften. Das hat schon mal funktioniert. Und jetzt scheint es nur noch einer zu sein, der da irgendwo rumhängt. Schauen wir mal, was bist du für einer? Hallihallo? Ja. Das war's. Wir haben die Mission beendet. Coole Nummer. Dann lass uns hier mal eben kurz gucken, was wir hier final noch looten können. Stühle nehme ich natürlich noch mit. Da war ich schon dran, da auch. Hier ist nichts zu holen. Verschlossen. Das ist der Fahrstuhlschacht von eben. Na, guck an. So, dann fangen wir erstmal mit der Kiste hier an. Die können wir zerlegen. Den auch. Rest nehme ich mit. Lederkoffer können wir verkaufen. Das können wir reparieren. Rest nehme ich mit. So. Munition. Medizin. Oh, Papier braucht kein Mensch. Machen wir die noch eben auf hier. Das lernen wir. Ach komm, ich hau mir das jetzt direkt rein. Ist ja jetzt nicht so, dass ich wegen zu wenig Essen hier bald drauf gehen muss. Kürbis. Wartestange ist voll. Was ist denn da schon wieder los? Ach so, 4 Sekunden noch. Ist klar. Jetzt haben wir hier noch ein Buch. Ach, hier ist ja noch eine. Und noch ein Buch für Samen. War das Papier. Hier war der Kürbis noch drin. Ah ja, den 5er hatte ich ja nur repariert, ne? Ja, komm. Weg mit dem Fett. Brauchen wir jetzt auch nicht mitnehmen. Noch ein Kohlegeld. Das Ding lässt sich gut verkaufen. Mal hier noch irgendwas, was kein Rezept mit sich bringt. Hier. Ja, aber ich bin gerade voll mit Essen, ne? Na gut, egal.
Kürbis noch mitnehmen und die Suppe auch noch mitnehmen hier. Und dann machen wir auf, die gute Stube. So, den Working Stiff Tools Wagen, den holen wir uns noch. Aha, guck mal hier, nochmal Erntewerkzeuge und Zement. Zement tausche ich gegen das hier. Okay, dann würde ich sagen, haben wir es für heute erstmal geschafft. Ich bedanke mich bei euch allen fürs Zuschauen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder da seid. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.